Mit der Kamera bewaffnet konnten wir auf der Insel noch einige interessante Aufnahmen einfangen. Ein neuer Tag und wir sahen bald, dass die Gezeiten auf Ebbe gesetzt waren. Doch auch dabei fand ich ein paar lohnenswerte Motive für die Kamera. Auch der Einsiedlerkrebs spürte, dass die Flut das Ruder in die Hand nahm, und deshalb machten wir uns startklar, um am Hausriff wieder faszinierende Filmaufnahmen zu schießen.